Moin Leute, 1:1 gegen Hannover und zwei Dinge möchte ich an dieser Stelle aber sofort festhalten. Erstens, es war kein guter Start. Zweitens, ein weniger guter Start macht noch nicht alles schlecht. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle aber auch sagen, dass ich auch sehr enttäuscht bin mit dem Auftakt der Bremer. Nicht, weil wir irgendwie auch nicht damit hätten rechnen können, dass wir auf einen sehr tiefstehenden Gegner treffen oder dass sich alles einspielen muss. Und klar, es braucht alles Zeit, aber mit so offensiv formulierten Zielen, auch von der Bremer Führungsriege, musst du dann halt am Ende des Spiels zumindest auch als Team enttäuscht sein, dass es zu Hause kein Dreier gegen Hannover geworden ist. Nichts an dieser Stelle auch gegen Hannover, denn ich weiß, dass wir da durchaus auch auf ein Team getroffen sind, das Qualität hat, und wir sind halt auch erst am Anfang der Saison und müssen uns finden, müssen jetzt die Neuen einarbeiten, aber trotzdem hat man sich einfach mehr versprochen. Natürlich war hier und da ein bisschen zu viel Euphorie, da werden vielleicht die ein oder anderen auch sicher mal direkt wieder geerdet. Trotzdem muss man aber auch irgendwo ansetzen können, um dann auch irgendwie Anhaltspunkte zu finden, wie es dann halt im kommenden Spiel oder so schnell wie möglich besser werden kann. Denn das muss es, weil es halt einfach nicht der Anspruch sein kann, Teams wie Hannover zu Hause eben nicht schlagen zu wollen. Und da bin ich auch sehr froh darum, dass es die Spieler unmittelbar nach dem Spiel auch ähnlich gesehen haben. Auch Theodor Gebrselassie, der von zwei verlorenen Punkten gesprochen hat. Und nichtsdestotrotz müssen wir aber auch sagen, dass wir, obwohl wir auch hier und da die ein oder anderen gute Chancen noch hatten, nicht unverdient nicht gewonnen haben. Weil man muss halt sagen, die erste Halbzeit, das war wirklich so ein Abtasten. Beide standen defensiv relativ stabil. Auch da haben wir einmal Bebou aus den Augen verloren, der wirklich zu einer guten Schussposition kam. In der zweiten Hälfte die Abseitsfalle, die halt nicht zugeschnappt hat im entscheidenden Moment. Auch da muss sich Werder cleverer verhalten im Defensivverbund. Auch da haben sie dann nicht ganz optimal gestanden. Trotzdem halt weitestgehend nichts anbrennen lassen. Aber Hannover war ja auch kein Gegner in dem Spiel, der Werder so extrem gefordert hat. Also hier und da mal gekontert. Ein paar Schüsse von Füllkrug aus der zweiten Reihe. Und selber hatte man aber auch Chancen. Die kamen vermehrt in der zweiten Hälfte. Augustinsson eine gute relativ am Anfang. Dann Claudio Pizarro mit der Hereinnahme, wo dann halt auch wirklich über die Außen noch ein bisschen mehr ging und er da auch wirklich ein guter Abnehmer war, den die Hannover-Abwehr nicht so wirklich in den Griff gekriegt hat, wo auch nochmal Pizza meiner Meinung nach gezeigt hat, dass er durchaus nochmal so einer für die Crunch-Time sein kann, der auch hinten raus nochmal den Unterschied machen kann. Ein bisschen unglücklich bei den Abschlüssen, aber er kam zu den Abschlüssen, hat sich freigelaufen, freigeschlichen und ja, das sind halt auch einfach alles gute Zeichen. Bitter natürlich, dass Kruse so früh raus musste mit der Verletzung. Wir wissen jetzt, der Muskel hat gezwickt, hat zugemacht. Hoffen wir mal, dass es gegen Frankfurt dann wieder reicht. Trotzdem muss sich Bremen bzw. Kofeld mit seinem Team was einfallen lassen, wie man solche Gegner wirklich knacken will, eher bespielen will. Ich fand halt so die ersten 15, 20 Minuten, da hat man gesehen, Werder will Fußball spielen, sieht gut aus. Es sah aus, als könnte es nur eine Frage der Zeit sein, bis das 1:0 fällt. Aber dann ist es halt immer mehr eingeschlafen und Hannover hat Werder dann so ein bisschen eingelullt. Und ich habe das Spiel dann teilweise gesehen und hatte Momente, wo ich dann so richtig gemerkt habe, Alter, irgendwie passiert hier nichts, das kann nicht sein. Und es würde halt einfach mich noch nicht mal wundern, wenn gleich auf einmal Hannover ein Tor macht. Und dann, ja, Weidand, wer sonst, schreibt seine von der Kreisliga in die Bundesliga-Geschichte weiter. Natürlich gegen Werder. Auch da waren wir ja in der Vergangenheit immer ein relativ dankbarer Gegner für solche Geschichten. Aber hey, es ist nicht alles schlecht. Heimserien nicht gerissen. Wir haben auch noch den Punkt geholt, was ja auch hinten raus dann wirklich wichtig war, weil wir einfach einen späten Rückstand kassiert haben. Auch da war es wichtig, nochmal zu sehen, dass die Mannschaft zurückkommen kann. Wir hatten nochmal Chancen, es nochmal ganz zu drehen. Leider nicht das nötige Glück. Aber es hat halt einfach noch diese entscheidende Idee nach vorne gefehlt. Also ich glaube auch, das war ein bisschen der Eingespieltheit sicher geschuldet. Ich glaube auch, dass es besser werden wird. Es muss besser werden. Man hat ambitionierte Ziele. Man kann diese ambitionierten Ziele nur erreichen, wenn man schnell wirklich an allen Schrauben dreht, die da halt irgendwie drehbar sind. Und im nächsten Spiel hat man dann auch sofort die Möglichkeit, in Frankfurt was Besseres zu machen. Und Werder muss halt früh viele Punkte holen. Wir wollen alle nicht mehr diese Hinrunden der letzten Jahre, auch wenn die Rückrunden dann umso toller waren. Und deshalb hoffe ich einfach, dass das Team daraus Lehren mitnimmt, sich schnell fängt und in Frankfurt einfach nochmal ein deutlich effektiveres und auch besseres Gesicht einfach zeigt. Ja Leute, das war unser erstes Spiel gegen Hannover. Wie habt ihr es erlebt? Wie geht's euch danach nach dem Spiel? Schreibt es in die Kommentare, wir schnacken drüber. Ansonsten wie immer, grün-weiße Grüße, reingehauen und ciao.